Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar wurde ich auf Instagram gefragt, ob ich euch mal so einen Tag mitnehmen kann, was ich so als Schwangere esse den Tag über. Also ja, Snacks oder Frühstück, Mittagessen, Abendessen natürlich. Und heute dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch, was esse ich so an einem Tag oder ja, was esse ich zwischendurch als Schwangere. Und ich wollte auch noch mal darauf eingehen, was man nicht unbedingt essen sollte. Da streiten sich ja einfach die Geister wegen Toxoplasmose etc. Aber ich wollte auf jeden Fall einmal darauf eingehen, damit ihr es einfach wisst oder damit die Leute, die es noch nicht wissen, dass sie es wissen, was sie essen dürfen und was nicht. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Genau, einmal ganz kurz, was sollte man nicht essen? Also ich bin nicht immun gegen Toxoplasmose. Toxoplasmose ist eine Krankheit, die man bekommt in der Schwangerschaft. Die ist ungefähr, also die fühlt sich an wie eine Grippe. Man bekommt Fieber, man hat Gliederschmerzen und es ist eben wie so eine kleine Grippe. Und deswegen fällt sie meistens auch gar nicht auf. Bekommen tut man sie durch bestimmte Lebensmittel oder durch das Nichtwaschen von Gemüse. Also im Blut kann festgestellt werden, ob ihr immun gegen Toxoplasmose seid. Wenn ihr immun seid, braucht ihr euch da überhaupt keine Sorgen drum machen. Denn ist es vorbei für euch sozusagen. Ihr habt einfach keine Sorgen. Man kriegt Toxoplasmose nur einmal im Leben. Und das ist so wie das pfeiferische Drüsenfieber. Wenn man es einmal hatte, kommt es nicht wieder. Und dann ist man eigentlich immun gegen Toxoplasmose. Das ist wie so eine Impfung, wenn man das schon einmal hatte, so ungefähr kann man das beschreiben. So, bei mir wurde jetzt im Blut entdeckt, dass ich nicht immun bin. Das heißt, ich hatte es noch nie und ich habe keine Immunität dagegen. Das heißt, ich muss aufpassen, denn ich habe Katzen. Katzen sind ein Übertrager der Toxoplasmose, denn Toxoplasmose findet sich im Kot der Katzen. Jetzt darf man also als Schwangere kein Katzenklo sauber machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht mit Kot der Katzen in Berührung kommen oder einatmen ist auch schon, reicht auch schon aus. Dann natürlich, wenn man die Katzen gestreichelt hat, sollte man aufpassen, weil die Katzen, es ist ja keine Seltenheit, die lecken sich. Und das auch am After und dementsprechend wird die Toxoplasmose eben auf das ganze Fell übertragen. Man darf mit den Katzen kuscheln, natürlich, und das habe ich auch mir noch nicht verbieten lassen, das werde ich auch nicht. Aber man sollte eben die Hände waschen, bevor man sich zum Beispiel Nahrung zubereitet oder man sollte sich eben die Hände waschen nach dem Katzenkuscheln oder allgemein, bevor man die Hände irgendwie im Mund nimmt oder so. Ja, das heißt, man sollte auf jeden Fall bei Katzen aufpassen. Dann geht es darum, Gemüse zu waschen und Obst zu waschen. Immer lauwarm, damit alle Bakterien abgetötet werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Toxoplasmose kann auch, zum Beispiel wenn eine Katze in den Garten kotet, kann das mit der Luft übertragen werden. Das sind so kleine Staubpartikel, die sich dann auf dem Obst absetzen oder auf dem Gemüse absetzen. Und das kann natürlich auch bei nicht nur Obst und Gemüse aus dem Garten, sondern halt auch aus dem Supermarkt. Das heißt, jedes Gemüse und Obst immer gründlich waschen sollte man ja sowieso wegen dem ganzen Düngemittel und so. So, dann kommt es natürlich auch an, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Kein rohes Fleisch, kein rohe Eier, kein Rohmilchkäse. Beim rohen Fleisch ist es ganz besonders das Schwein, was Toxoplasmose überträgt. Und allgemein aber kein rohes Fleisch, keine rohe Eier. Und ich glaube, das war's. Also man sollte da einfach aufpassen. Dann muss man natürlich immer also ganz besonders gucken, wo könnte ein rohes Ei drin sein. Zum Beispiel beim Big Mac, beim McDonald's ist rohes Ei drin, beim Royal TS ist in der Soße rohes Ei drin. Und da muss man eben genau überlegen. Ich esse trotzdem den Big Mac und den Royal TS bei McDonald's. Und noch ist auch alles in Ordnung. Aber das sind auch so Dinge, die zum Beispiel auf der Liste stehen. Und dann glaube ich, was ist eigentlich? Jetzt geht es darum, was esse ich als erstes am Tag?
Das erste, was ich mache, sind meine Tabletten nehmen. Und zwar einmal das Schilddrüsenpräparat. Da nehme ich 25 L-Thyroxin. Und das wird wahrscheinlich noch angepasst in der Schwangerschaft. Da habe ich jetzt mehrere Blutabnahmen. Dann nehme ich Folsäure. Das ist im Moment noch das Phase 1-Präparat von Folio Forte. Meine Frauenärztin hat mir gesagt, das ist das beste Präparat, was es gibt. Und jetzt wandern wir aber heute genau in die 13. Woche. Aber ich verbrauche die erste Phase noch zu Ende, denn in der zweiten Phase, die man ab der 13. Woche bei Folio Forte nehmen sollte, ist einfach alles ein bisschen weniger drin. Aber ich glaube, das schadet dem Kind in der 13. Woche noch nicht so doll, wenn ich die jetzt noch zu Ende nehme. So, das mache ich immer als erstes. Dann geht es natürlich ans Frühstücken. Das ist, also soll man dann erst wegen dem Schilddrüsenpräparat eine halbe Stunde später, damit das Schilddrüsenpräparat eben richtig schön im Körper ist. Bei mir ist es manchmal so, dass ich da manchmal so 3, 4 Stunden habe, bis ich dann überhaupt was esse, weil ich meistens um 7 Uhr aufstehe. Aber ich habe immer erst Hunger, sobald ich ein bisschen Energie verbrannt habe. Also ich muss immer erst etwas tun, bis ich dann überhaupt Hunger habe. Und das ist meistens dann so um 10 oder 11 rum. Und dann esse ich aber auch immer nur eine Kleinigkeit, weil ich um 12 schon wieder Mittag esse, beziehungsweise Mittag koche für meinen Bruder. Der kommt nämlich um 14 Uhr von der Schule und für ihn koche ich dann eben und für mich dann natürlich auch. Das heißt, ich esse zum Frühstück manchmal eine Scheibe Brot oder eine Schale Müsli oder manchmal auch einfach nur einen Obstsalat oder so. Ja, heute gab es für mich einfach nur ein paar Wassermelonen. Ich zeige euch gleich nochmal, was ich alles so kaufe immer für mich und was ich im Moment einfach in der Schwangerschaft häufig esse. Das zeige ich euch gleich nochmal. Wir waren gestern erst frisch einkaufen. Und für mich gab es heute Morgen einfach nur ein paar Wassermelonenstücke. Und das hat für mich auch erstmal gereicht. Jetzt bekomme ich langsam so ein bisschen Hunger. Und wir haben es jetzt gleich 12 Uhr. Heute gibt es bei uns Chili con Carne. Das ist hier so eine, ja, so eine Suppe aus Hack und so. Ich weiß, das kennen schon einige. Und das koche ich jetzt gleich. Das zeige ich euch auch. Und danach nehme ich euch natürlich noch mit, was es so für Snacks bei mir gibt. Oder was ich auch mal zwischendurch esse. Oder heute Abend eben zum Abendbrot. Genau, es gibt heute eben Chili con Carne. Das sieht so aus. Da haben wir jetzt hier diese Fixtüten von Maggi und einmal hier von Kaufland. Und das gibt es eben heute. Da werde ich jetzt gleich die Sachen für raussuchen. Dazu werde ich ein bisschen Reis machen oder ich nehme die Nudeln, das weiß ich noch nicht. Aber mittags gibt es bei uns immer eine richtige Hauptmahlzeit. Also gestern gab es bei uns zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce, mit Ricotta. Und Mittag gibt es einfach immer so eine Hauptzutat. Auch ganz oft Kartoffeln mit Fisch oder so. Und genau. Das gibt es immer Mittag. Also Mittag passe ich mich selten an meine Schwangerschaft an, sondern ich esse einfach das, was meine Mutter möchte, was meine Mutter möchte, was ich koche oder was eben meine Geschwister sich wünschen. Da darf dann jeder mal entscheiden, was er zum Mittagessen haben möchte. So, jetzt habe ich mir gestern hier noch ein Baguette gekauft. Das ist so ein ganz normales, schönes Baguette. Das esse ich ganz gerne am Abend. Einfach so in kleine Stücken geschnitten und dann mit ein bisschen Butter drauf, schmeckt das total gut. Das esse ich sehr, sehr oft am Abend als Abendbrot. Oder ich mache mir einfach eine Scheibe Schwarzbrot mit Marmelade. Da esse ich am liebsten die Erdbeermarmelade oder Sauerkirsch total gerne. Und das ist dann sozusagen so mein Abendbrot. Das zeige ich euch heute Abend auch. Das Brot habe ich nämlich gestern extra gekauft, um das heute Abend anzuschneiden. So, dann gehen wir hier mal in den Kühlschrank. Das hier oben ist sozusagen so mein kleines Fach. Was ich total gern esse, ist Milchreis als Snack. Also so einen ganz normalen Joghurt sozusagen. So ein Milchreis. Da muss man natürlich auch einfach aufpassen, was da drin ist. Dann haben wir hier Milchschnitten. Die habe ich jetzt einfach für mich und meinen Bruder mal mitgenommen. Und was ich ganz, ganz oft trinke den ganzen Tag, ist Orangensaft. Also das finde ich wirklich richtig wichtig und das sind einfach die Vitamine, die ich brauche. Und das, ja, liebe ich einfach. Also Orangensaft, da geht nichts drüber. Dann habe ich hier hinten meine Wassermelone. Manchmal kaufe ich eine ganze große,
aber heute oder gestern beim Einkaufen habe ich überlegt oder gedacht, dass ich die nicht schaffe und deswegen habe ich mir hier so eine kleine schon zugeschnittene gekauft. Die hat jetzt, glaube ich, ja, 2,40 € gekostet, so eine Kiste. Da habe ich jetzt heute Morgen, wie gesagt, schon ein paar gegessen. Und die kaufe ich dann meistens. Manchmal auch zugeschnitten. Das ist halt immer so die Sache. Kommt immer darauf an. So, und dann habe ich hier hinten noch einen Salat. Auch den habe ich mir von Rewe einfach mal gekauft. Da kann man ja in dieser Salatbar einfach sich so einen Salat anmischen. Den habe ich jetzt auch für heute so als kleinen Snack. So am Nachmittag esse ich sowas total gerne. Entweder einen Obstsalat aus dem eigenen Garten, also mit Äpfeln und Böden aus dem eigenen Garten. Oder ich mache mir hier so einen leckeren Salat. Entweder kaufe ich den bei Real, bei Rewe, oder ich mache mir den eben selber zu Hause. Aber das sind so die Snacks für zwischendurch. Dann reicht das auch. Also ich habe dann mein Frühstück, habe dann mein Mittagessen, was wirklich richtig satt macht. Zwischendurch habe ich einen Orangensaft und für einen Nachmittagssnack dann eben noch so einen kleinen Salat. So, und jetzt werde ich erstmal kochen, die Chili con Carne. Und das zeige ich euch dann, sobald das fertig ist. So, die Chili con Carne ist jetzt fertig. Ich habe hier so einen ganzen Topf gemacht für meine Familie. Und ich werde jetzt erstmal essen. Hier einen Löffel. Und dazu gibt es Orangensaft und Wasser. So, meine Lieben, wir haben es jetzt schon gleich 8 Uhr. Und ich habe meinen Salat noch nicht gegessen. Und deswegen esse ich jetzt den Salat als Abendessen. Und das Baguette, was ich euch vorhin erzählt habe, esse ich dann wahrscheinlich morgen. Also gibt es jetzt erstmal meinen Salat. Und dann war es das auch. Außer, dass mein Freund hier schon lecker naschen isst. Und wir, glaube ich, gleich noch mehr davon essen. Aber ja, das ist mein offizielles Abendbrot gerade. Und dann gibt es halt vor dem Fernseher bzw. vor der Serie gucken gleich leckere Essen.